Mein Typ ist 3-0. HSV Vizekunde. Ich bin 2-2. Wo geht dieses oben? Ja, Bayern hat ja 5 Weltklasse-Spieler verletzt. Der Schweinsteiger sind das 5. Der Thiago und sonstige hier, der Lahm, Alaba, das sind ja alles gute Leute. Und ich habe jetzt mal auf die Mannschaftsaufstellung geguckt. Da ist ja noch eine Weltklasse-Truppe am Start. Die haben überhaupt kein Problem da. Das gewinnen die. 4-1 für Bayern, Hoffenheim 0. Ja gut, Schalke ist natürlich in Freiburg. Also das war ja Katastrophe, das war eine Katastrophe in Freiburg, dass die Niederlage. Wolfsburg, also auch gegen Stuttgart. Sie haben immer Glück gehabt, Wolfsburg. Also ich tippe mal, dass Schalke sich ein bisschen erholt hat. Ich tippe mal 1-1. Jo, Gladbach hat ja den Kramer, das ist ein Kunstschütze. Das ist ja ein Schütze, wenn ich das damals gemacht hätte, bei uns in der Landesliga. Also so viel Bier hätte ich gar nicht kaufen können. Also der hätte ich meinen ganzen Monatslohn abgeben müssen. Also was der für ein Eigentor gemacht hat, habe ich noch nie gesehen. Aber Gladbach wird das gewinnen. Frankfurt ist ja nur im Mittelmaß oder weiter unten. Also ich tippe 2-0 für Gladbach. Eins hat 0-0 bei Vizekusen, da war schon mal nicht schlecht. Und natürlich, die haben so einen kleinen Lauf, aber jetzt ist ja Hillau. Und bei Hillau geht das meist bergab. Also dort tippe ich auch einen Unentschieden, 2-2. Leverkusen, also das ist ein Lügenbaronverein. Die lügen ja alle. Also da muss ja der Völler mal auf den Tisch schauen. Der Schmidt, der muss die Leute verteidigen für die Türkei, dass sie alle verletzt sind. Und die spielen morgen in Hannover auf sicher. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Hannover zu Hause ist gut. Vizekusen, wenn sie... ich tippe mal 1-0 für Hannover. Dortmund ist ja wieder ein bisschen aufsteigend. Und Paderborn hatte ja 3-0 da in Augsburg verloren. Im Grunde genommen, gut, ich glaube doch, die Qualität von Dortmund ist eine Idee größer wie bei meinen Gallier. Also ich tippe da 2-1 für Dortmund. Köln gewinnen in Hoffenheim, verlieren gegen Freiburg zu Hause. Und Hertha hat ja nun noch nichts gewonnen. Also die sind ja so von den Füßen, also wie hier in Hamburg, das ist ja irgendwie nichts. Im Grunde genommen, solche Partie knobel ich aus. Und die habe ich ausgeknobelt. Ich tippe 1-1. Nordderby, die Sanders fällt aus. Das ist schon mal die halbe Miete. Wer soll denn noch ein Tor machen? Dann müssen sie ja den Anna Petersen anschießen. Bei Werder ist doch das gleiche wie hier bei uns. Torgefährlichkeit 0, gewinnt HSV 1-0. Aber das wird eine böse Triederei. In Augsburg oder so der kleine Werner. Kopf größer wie eine Streichelschachtel. Also ein wunderbarer Fußballer. Macht sogar noch Tore mit 1,67. Also für mich gut. Also ich tippe mal trotzdem für Stuttgart, weil irgendwie das ein Fuchs in der Beziehung 1-0. Mein Typ ist 3-0. HSV Vizekunde. Ich bin 2-2. Wo geht dieses oben?